jetzt spricht für die SPD-Fraktion Kollege Dulig. Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe eine Idee, wie dieses Land, wie unser Sachsen morgen aussehen soll. Ich habe eine Vorstellung, welche Herausforderungen vor uns liegen, um allen Menschen in Sachsen eine gute Zukunft zu ermöglichen. Und ich habe die Motivation, die Energie und den Elan, mit vollem Einsatz für einen Sachsen für morgen zu arbeiten. Weil ich weiß, wie es den Menschen in Sachsen geht, weil ich die Gewinner und die Verlierer kenne. Ich bin zu ihnen gegangen, ich habe mit ihnen gesprochen, ich habe ihnen zugehört. Mit dem Polizisten, der seinen Beruf liebt, aber gerade an seinem Dienstherrn zweifelt. Mit der Erzieherin, die sich für die Kinder aufopfert, aber oft an der Überlastungsgrenze steht. Mit der Suchtberaterin, die mir von einem 11-jährigen Christelabhängigen erzählt hat. Mit der Zöllnerin, die ihren eigenen Sohn durch Drogen verloren hat und nun die Dealer an der Grenze stellt, aber verbittert erkennen muss, dass für diese wichtige Arbeit zu wenig Personal zur Verfügung steht. Aber ich habe auch den erfolgreichen IT-Unternehmer getroffen, der seine Softwarefirma in Dresden so entwickeln konnte, dass sie inzwischen über 200 Beschäftigte beschäftigt. Mich hat der Betriebsratsvorsitzende von Plauen beeindruckt, der für seinen Standort gekämpft und alle Kolleginnen und Kollegen entweder beim Mutterkonzern mit sicheren Arbeitsplätzen versorgt hat oder für weitere veränderte Produktion am Standort gesorgt hat. Mich hat berührt, wie stolz die Vereinsvorsitzende über den Preis des Sozialministeriums war, weil sie endlich Anerkennung für ihre jahrelange aufreibende Arbeit bekommen hat. Und ich bewundere die Pflegerin, die seit 23 Jahren aufopfernd in einem Pflegeheim arbeitet und körperlich und psychisch an ihre Grenzen kommt. Es gab so viele Begegnungen mit Menschen, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Die Schülerin, die bei Wind und Wetter 70 Minuten mit dem Schulbus von zu Hause bis zur Schule fahren muss, nur für eine Fahrt. Die Mutter aus dem Elternrat, die für mehr Geld für die Schulen kämpft, aber das Gefühl hat, von denen im Kultus nicht ernst genommen zu werden. Die Straßenbauarbeiter, die ihren Buckel für unmögliche Leistungsvereinbarungen mit der Stadt hinhalten müssen, die aber froh sind, dass jetzt die Rente mit 63 kommt. Oder die Kinder, die ihr selbstgeschriebenes Theaterstück aufgeführt haben und in dem Moment die stolzesten Menschen der Welt waren. Das alles ist Sachsen. Das ist Sachsen im Jahr 2014. Es gibt Licht und Schatten. Und die Menschen sind trotz zahlreicher begründeter Sorgen mehrheitlich recht zufrieden. Nur wir dürfen nicht selbst zufrieden sein. Denn wir tragen die Verantwortung für Sachsens Zukunft. In meinem Sachsen wird jedes Kind so gefördert, dass es unabhängig davon, wie es zu Hause aussieht, die beste Bildung bekommt, um das eigene Leben zu meistern. In meinem Sachsen werde ich um jedes Talent kämpfen. In meinem Sachsen will ich mich nicht damit abfinden, dass jede Zehnte die Schule ohne einen Schulabschluss verlässt. In meinem Sachsen wird nicht eingeteilt, wer mehr oder wer weniger Bildungschancen in unserem Bildungssystem hat. Unsere Kinder, unsere Bildung. Das ist das größte Kapital, was wir haben. Doch wir sind auch gerade dabei, es zu verschleudern. Verunsicherte Schulleiter, die die Hände über den Kopf zusammenschlagen wegen des fehlenden Personals. Frustrierte Eltern, die vor kurzem noch nicht wussten, auf welche Schule ihr Kind geht und die sich immer öfter gezwungen sehen, gegen Unterrichtsausfall und Lehrermangel zu protestieren. Zukunftsplanung und vorausschauende Personalpolitik sehen anders aus. In unserem Sachsen werden wir in den nächsten 5 Jahren jeden ausscheidenden Lehrer, Lehrerin ersetzen und zusätzlich, ich betone zusätzlich, jedes Jahr weitere 500 Lehrerinnen und Lehrer einstellen, um zum einen die große Altersbugwelle abzufangen und zum anderen wieder in Qualität von Schule zu investieren und eben nicht weiter Lehrerstellen abbauen wie geplant. Wie viel sind uns unsere Kinder wert? Das ist für mich die Schlüsselfrage der nächsten Wahlperiode. Meine Antwort lautet, wir müssen Geld für Kinder und Schulen und nicht für Banken ausgeben. Wer 2,75 Milliarden Euro für die Rettung einer Landesbank im Haushalt hat, der hat auch Geld für Lehrerinnen und Lehrer sowie für Personal an Kitas. Was wir brauchen,
Was wir brauchen, sind Kitas, in denen die Erzieherinnen und Erzieher ihren Kindern wieder zuhören können. Vor allem den Kindern, denen zu Hause zu wenig zugehört wird. Was wir brauchen, ist ein neuer und lebensnaher Betreuungsschlüssel und keine Mogelpackung. In unserem Sachsen wird den Hochschulen wieder Luft zum Atmen gegeben und die Kürzungen zurückgenommen. In unserem Sachsen wird die duale Ausbildung gestärkt und junge Menschen optimal in Ausbildung und Beruf begleitet. Ich will kein Kind, keinen Jugendlichen in Sachsen zurücklassen. Das muss Richtschnur jeder Politik sein, wenn sie die Zukunft im Blick hat. Wenn wir heute nicht in unsere Kinder investieren, müssen wir morgen die negativen Auswirkungen reparieren. Und uns werden die Fachkräfte für die Zukunft fehlen. In unserem Sachsen ist die Bekämpfung des Fachkräftemangels Chefsache. Wir können die Zukunft unseres Landes nicht aufs Spiel setzen und zulassen, dass unsere Unternehmen nicht ausreichend qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen und die Wirtschaft geschwächt wird. Wir brauchen eine starke Wirtschaft, die das erwirtschaftet, was wir verteilen. In unserem Sachsen hat Politik und Wirtschaft erkannt, dass unsere Zukunft in der Digitalisierung liegt. Das Gerede, der Staat müsse sich aus der Wirtschaft heraushalten, ist nicht nur ein Irrtum, sondern auch gefährlich. Jede industrielle Revolution, ob es der Bau von Eisenbahnlinien oder der Ausbau der Telekommunikation war, wurde erst durch staatliche Investitionen vorangetrieben. Und ich spreche hier von wirklichen notwendigen Investitionen, einer tatsächlichen digitalen Offensive in unserem Sachsen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dazu gehört auch die Energiesicherheit. Wir werden für eine vertretbare Übergangszeit auch weiterhin auf unsere einheimische Braunkohle setzen, bis wir regenerative Energien auch so speichern können, dass sie grundlastfähig ist. Alles andere gefährdet unsere Industrie und damit unseren Wohlstand. Das Rückgrat unserer Wirtschaft sind die Menschen. Sie sind es, die mit ihrer Leistung, ihrer Kraft und ihren Ideen die Werte schaffen. Was jetzt so banal klingt, ist eben nicht selbstverständlich. In einer Gesellschaft, in der der Mensch immer mehr auf seinen ökonomischen Nutzen reduziert wird, es ist mal notwendig zu sagen, für wen wir das hier machen. Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Und deshalb ist es in unserem Sachsen notwendig, alles zu tun, um die wachsende Spaltung zu überwinden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in unserem Sachsen sollen die Menschen fair entlohnt werden. In unserem Land soll man nicht mit Niedriglöhnen überleben, sondern mit ordentlich ausgehandelten Tariflöhnen gut leben können. Wir müssen an die Zukunft denken und jetzt den Übergang zum Mindestlohn gestalten. Eine funktionierende Sozialpartnerschaft, in der kluge Arbeitgeberverbände und starke Gewerkschaften auf Augenhöhe Tarifverträge aushandeln. Das soll Normalität in unserem Sachsen sein. Soziale Spaltung zu verhindern. Dazu gehört auch, die Gräben zuzuschütten, die sich zunehmend zwischen unseren Städten und den ländlichen Regionen auftun. In unserem Sachsen darf man sich nicht in ländlichen Regionen abgehängt fühlen, oder gar durch fehlende Infrastruktur, fehlender ÖPNV, fehlende soziale, medizinische und kulturelle Angebote abgehängt werden. In unserem Sachsen muss man sich aber auch in Zukunft noch in den großen Städten Mieten leisten können. Wie schnell die Dinge aus dem Ruder laufen können, sehen wir in vielen anderen deutschen Metropolen, wo immer mehr Mieterinnen und Mieter an den Stadtrand oder in sozial schwache Stadtviertel verdrängt werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, ich wünsche mir auch eine andere politische Kultur in diesem Land. Ich möchte kein Sachsen, wo Kritik an Nazi-Vorfällen schlimmer ist als der Nazi-Vorfall selbst. In unserem Sachsen ist konstruktive Kritik erwünscht. Das sind die Menschen keine Bittsteller und Untertanen, sondern gleichberechtigte Teilhaber. In unserem Sachsen möchte ich den Streit um die besten Lösungen und keine Grabesstille. Denn in einer Kultur des Schweigens und des Sich-Wegduckens gibt es keine Innovation, keinen kreativen Aufbruchgeist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Legislaturperiode geht nun zu Ende. Die neue steht vor der Tür. Die einen blicken zurück, die anderen nach vorn.
Ich danke dir, Karl. Du hast immer für eine andere politische Kultur gekämpft und selber einen hohen Preis dafür bezahlt. Liebe Liane, ich danke dir, der stillen, aber fachlich versierten und dadurch über Fraktionsgrenzen hinweg anerkannten Kollegin im Parlament. Mein Dank geht auch an Marie-Louise. Du hast es nur in wenigen Wochen geschafft, dich in die Themen einzuarbeiten und dich mit vollem Elan eingebracht. Zu einer guten politischen Kultur gehört auch denen zu danken, die anderer Meinung waren. Lieber Steffen Flath, gerade in der letzten Zeit haben Sie es mir nicht ganz leicht gemacht. Auch Ihnen gilt mein Dank und Respekt, verbunden mit den besten Wünschen für Ihr persönliches Wohlergehen auf Ihrem weiteren Weg. Diesen Dank und die besten Wünsche für die Zukunft gelten natürlich für alle Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktionen, die freiwillig oder unfreiwillig den Landtag verlassen. Vielen Dank für die grundsätzlich kollegiale Zusammenarbeit. Es liegt an uns. Es liegt an uns, wie sich Demokratie und die politische Kultur in Sachsen entwickeln. Es liegt an uns, wie sich unser Land entwickelt, ob es nur verwaltet wird oder ob wir den Mut und den Willen für notwendige Veränderungen aufbringen, damit alle Bürgerinnen und Bürger eine gute Zukunft haben. Ich habe Ihnen das Bild unseres Sachsen für morgen vorgestellt. Nun vergleichen Sie.